Ja, ja. Im Unterhemd. Ha, 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 ha. Wo sind die Tattoos? Ja, das frage ich mich auch immer. Tommy-Ehre. So, ich hoffe, euch geht's gut. Wir werden gleich ein bisschen zusammen zocken. Wie gesagt, jede Donation, die heute reinkommt, die geht an Tommy. Was wir damit vorhaben, werde ich euch später noch erzählen. Tommy mega aufgeregt. Tommy war eben Dings. Ich sag zu Tommy, Tommy, hol mir mal einen Eistee. Und dann sag ich, oh, ich zitter so. Wo ist los? Mensch, Tommy, das war's komplett, Digga. So, da ist er Mann, gar nicht. Warum sagst du das auch? Ja, weil jemand gefragt hat, du Dulli. Mensch. Also, ja, Tommy muss nur warm werden. Medi, Digga, der wird, wenn er gleich streamt, besser streamen, als du jemals streamen wirst. Und natürlich, wir haben auch das gleiche Outfit an, aber das war nicht abgesprochen. Wirklich, das war nicht abgesprochen. Aber Tommy hat nur so einen kratzigen Pullover. Wo ist denn der Wichser? Da hinten liegt er. Tommy hatte nur so einen kratzigen Pullover an. Und bei mir ist ja in der Bude, sind immer 26 Grad ungefähr. Den hatte er an. Und dann meinte er, ob, ja, den will er nicht tragen. Und dann habe ich gesagt, Bruder, ich nehme mir ein Unterhemd mit. Und dann haben wir uns jetzt das gleiche Unterhemd und ja. Fehlt eigentlich nur noch, dass du... Komm, Tommy, hier, auf Ehre. So, aber nicht, dass du dein Nacken sich versteift. So. Könnte, ja, ist echt so, ne? Könnte sogar, lul. Könntest sogar jetzt, Sprachen lernen, Bubble. Also, warum kriegt Tommy jetzt jede Donation kriegt er ab? Als allererstes, normalerweise müsste ja bei jeder Donation, die muss ja mit 50% versteuern. Das heißt, er kriegt aber den vollen Betrag, die Steuern zahle ich davon. Und warum machen Tommy und ich das? Weil Tommy einen PC haben möchte. Ich will jetzt nicht zu tief ins Detail gehen, sagen wir es mal so. Tommy möchte einen PC haben und hat sich auch einen zu Weihnachten gewünscht. Aber Papi wusste nicht ganz genau, was PC bedeutet, beziehungsweise was anscheinend ein PC ist, den Tommy haben wollte. Und der PC hat nicht mal einen Anschluss für den Monitor, den ich Tommy geschenkt habe. Warum schenkt Mifcom keins, fragt einer. Warum Mifcom keins schenkt? Mifcom wird mir einen PC klären dann, aber die haben auch eine Firma, die ihre Rechnung bezahlen müssen. Die machen uns bestimmt einen super Preis, aber die haben nichts zu verschenken. Keine Firma hat was typisch zu verschenken. Typisch Vater, stimmt. Ja, typisch Vater, ist so. Wie heißt nochmal dieser Anschluss? Das weiß der Livestream-Chat, die werden es gleich reinschreiben. Wie heißt dieser Anschluss, der an den PCs dran ist? Dieser kleine, dieser ganz kleine, nicht HDMI und nicht DVI. Wie heißt denn der nochmal? Warte mal, ich guck manche mal kurz. Manche schreiben HDMI. Nee, nicht HDMI, die Spinner. VGA-Anschluss. Sein PC, den er bekommen hat, hat nur ein VGA-Anschluss. Bruder, ich habe Tommy einen Monitor organisiert, besorgt. Na, 500 Euro, nein. Ist ja scheißegal, was der kostet. Aber ich habe ihm einen sehr guten Monitor besorgt, habe mich für ihn gefreut. Der, den kannst du da nicht mal anschließen. Und glaubt es mir, auch ein Adapter bringt bei dem PC nichts. Vertraut mir in dem Sinne einfach mal. Vertraut mir, auch ein Adapter bringt bei dem PC nichts. Wir wollen nicht zu tief eingehen, ist klar. Also wie gesagt, jede Donation, die heute an Tommy rausgeht, was? Einer schreibt, mit dem Geld kann ich mir 10 PCs kaufen. Mit welchem Geld? Mit dem Geld, was die spenden. Ich habe jetzt nicht mitbekommen, was hier reingekommen ist. So, Kai mit 10 Euro dabei für ihren Bruder Tommy. Bruder, die mögen dich anscheinend. Wir streamen jetzt ab sofort nur noch zusammen, Kappa. Lol, guck mal, hier hat jemand 100 Euro donated. Alter, Fabian Fietz. Dankeschön. Wie er gesagt hat, Alter. Das war legendär. Und wehe, du Doofe. Du pack mal das Wasser wieder beiseite. Irgendwo hin, wo du es nicht fettfingern kannst. Gestern die ersten Runden, die er hier gezogen hat, und schmeißt dir das Wasser um. Du warst schon zurück, oder? Da warst du schon zurück. Da war ich schon zurück. Oder? Das waren nicht die ersten Runden. Nee, okay, das stimmt, ja, aber trotzdem. Also Plan ist, sagen wir es mal so, ich bin ehrlich zu euch, Livestream-Chat. Plan ist und wird sein, ich habe Mifcom gestern angeschrieben, habe gesagt, ey, hör mal zu, ich habe ja 3 Editionen bei mir im Shop, also bei euch im Shop. Einmal die ganz kleine Version, dann die mittlere Version und die ganz teure Version. Die kleine Version kostet 1.100, die mittlere Version 2.200. Tommy. Und die große Version kostet 8.000 oder so. Und ich habe zu Tommy gesagt, ich besorge ihm die mittlere Edition. Real Talk jetzt, Livestream-Chat. Ich bekomme fairen Preis von Dimi, von Mifcom. Und hätte den Rest auch, ich hätte das geklärt, dass er den einfach bekommt. Ich denke, ihr wisst, was das heißt. Ich hätte das dann geklärt und hätte aus meiner Tasche... Ist auch scheißegal. Heute kam ich dann einfach auf die Idee, weil Tommy ja mitstreamen wollte. Er hat mich gefragt im Übrigen. Ich habe ihn gefragt, sondern er hat mich gefragt. Und dann habe ich mir einfach gedacht, es ist doch eine coole Situation, wenn das Geld, was heute gespendet wird, in der Zeit, wo Tommy da ist, in Tommy seine Tasche fließt und er dann was zu dem PC dazugeben kann. Ich denke, ihr wisst,
was das jetzt psychologisch. Tommy kann was dazugeben zum PC. Ist doch eine geile Sache, oder nicht? Ja. Siehst du, so sehe ich es nämlich auch. Ne? So finde ich, ist es eine coole Aktion. Dann, Tommy, ich wechsle schon mal hier rüber. Ich weiß nicht, wir müssen mal gucken, ob wir die. Digga, was ist denn jetzt los hier? Hä? Ja, warte. Nee, Bruder, alles entspannt. Alles entspannt, Tommy. Ich dachte grad, was so. Ist jetzt denn los? Ich reiche dir das Headset rüber. Danke. Und dann zeig mal den Leuten, was gutes Gameplay ist, was sie bei mir nicht. Ja. Was sie bei mir nicht sehen. Mann, Digga, jetzt fällt mein Finger hier. Schwitzt du, oder was? Nein. Doch. Gestern war der Controller voll ekelig verklebt von dir, Digga. Hat er eine eigene PS4? Ja, hat er, aber ich glaube, die gehört mehr, die gehört mehr Papa. Oh, das ist was macht der denn da? Schieß auf ihn! Ja, ich weiß, ich will. Das war's komplett, Digga, was Tommy. Macht der da? Wie, der fährt Auto? Ist der komplett bescheuert? Reiner jetzt! Ey, stopp! Stopp doch mal! Ey, du Arschloch! Gib ihm Shot! Ich machst du denn da? Ich wollte hinter ihm herlaufen. Und dann zeig mal den Leuten, was gutes Gameplay ist. Hallo. Geh zurück, geh nach Shifty wieder rein. Du Mann, meine Finger schwitzen so. Wahrscheinlich, die Finger, meine Digga. Hände. Ab wieder nach Shifty rein. Er ist echt gut. Nee, eigentlich ist Tommy gar nicht schlecht, wirklich. Wenn er gleich anfängt zu bauen, der baut besser als, keine Ahnung. Also er baut schon nicht schlecht. Aber er ist auch, ihr dürft nicht vergessen, Tommy ist 10. Er ist ein bisschen... Als Omi. Was? Als Pains Oma baue ich besser. Als Pains Oma? Gehst du jetzt direkt auf Oma oder was? Was soll das denn? Huch? Huch? Null. Direwolf mit 30 Euro dabei. An den Ehrenbruder Tommy, viel Spaß mit deinem PC. Liebe Grüße von Steffen. Digga, ich danke dir von Herzen. 30 Euro auf ganz großzügig. Danke, Mann. Ja, wir hatten schon 100 Donates. Was willst du denn da jetzt, was soll das denn jetzt heißen, Tommy? Hallo, weißt du, was ich mir für einen PC davon hole? Ja, aber wolltest du jetzt damit seine 30 Euro schlecht reden, oder? Nein. Achso, ich wollte gerade sagen. Er hat vom Besten gelernt. Lisa Marie Nau mit einem 10er dabei. Taschengeld für Tommy macht man doch gerne süß alle beide. Lisa, da werden wir ganz rot hier. Lisa, dein Mädchen hat gerade zu dir gesagt, dass du süß bist. Ich weiß. Mensch, du bist aber ganz schön Huch. Och, Mensch, Tommy, reiß dich doch mal zusammen, Alter. Das warst du, das hat auch jeder gehört. Tommy was hat mir gerade ins Ohr geflüstert, dass ich gleich nochmal pupsen will. Oh, da war noch ein Leid, hast du gehört? Das mein Junge, was soll das? Das warst du. Das hat jeder gehört, du wärst doch ganz rot. Digga, das warst du mal. Was willst du eigentlich? Oma hat mir erzählt, dass deine Unterhosen voller Bremsspuren sind. Junge, was lach? So ein Spinner, Digga. Omi hat keine Ahnung, Digga. Nee, das stimmt. Ich glaube auch nicht, dass sie nach Unterhosen in deiner, nach Bremsspuren in deinen Unterhosen guckt. Jetzt gib zu, dass du fucking gefurzt hast. Ja, okay, ich hab gefurzt. Maxwell 86 mit 50 Euro dabei. Gönn dir Tommy, musst eh bald Montes und meine Rente bezahlen. Ist echt real talk so, ja. Also meine dauert natürlich noch ein bisschen, Digga. Mit meinen knackigen 23. Ah ja. Was willst du jetzt sagen, Tommy? Nichts. Ich bin noch 23, oder ja. Nicht? Ja, siehst du? Selbst er kann's bezeugen. Heilige Scheiße, Digga. Tommy, Digga. Wir streamen gerade mal Digga. 30 Minuten. Wie korrekt sind die Leute? Wolltest du gerade die Kinder sagen? Ja, die Kiddies wollte ich sagen. Nein, Spaß, ich wollte die Kinder sagen. Lol. Da wird jetzt der ein oder andere aber sich gerade bereut haben, 2 Jahre gespendet zu haben. Ja, ja. Naja, Spende, Spende, ne? Ja, aber die können das auch zurückziehen, also sei lieb. Achso, Nein, Jungs, danke für... Also, echt, ohne Scheiß. Hier, Montem Hetlitsch. Ich danke euch echt vom Herzen, das ist richtig Baba-Aktion von euch. Wirklich ganz, ganz heftige Aktion. Mann, ich muss in die Scheiße holen. Für die Leute, die jetzt hier die Hobbypolizei wieder raushängen lassen müssen und sagen, ey, ein 10-Jähriger gehört ja nicht ins Internet. Also erstmal ist das mit seiner Mami abgesprochen und mit seinem Papi, mit Regina und Marco. Hab ich gestern gesprochen. Die haben gesagt, es ist in Ordnung. Und ganz wie Tommy, Finger weg von meiner Maus. Und ganz wichtig, nicht ich habe zu Tommy gesagt, ey Tommy, komm mal zu mir in den Stream rein, weil ich brauche ein paar Extra-Views, sondern Tommy hat mich gestern gefragt. Tommy hat mich gefragt. Ich hätte Tommy niemals gefragt. Ich kann nicht im Stream dabei sein und ja. Weil viele von seinen Freunden gucken auch jetzt zu. Oma hat mir erzählt, er hat allen seinen Kontakten in WhatsApp geschrieben. Nein, nicht allen Freunden. Aber einigen, ne? Drei Leuten. Ja? Oh, drei Leuten. Und einen hast du blockiert, ne? Ja, den einen habe ich blockiert. Ich habe ihm gesagt, ich spiele dann wahrscheinlich auch nur mit anderen. Fragt er direkt, kann ich mitspielen, kann ich mitspielen? Und ich dann so, nein, geht nicht. Es ist schon nett, dass ich überhaupt mitspielen darf. Und er schreibt tausendmal, bitte. Und da hat er ihn auf Ehrenbruderbasis weg. Da habe ich nein gesagt. Da hat er gesagt, bitte, frag doch einmal, habe ich gesagt,
gut, mache ich. Hat er geschrieben, danke, habe ich geschrieben, mache ich eh nicht. Ich blockiere dich jetzt, habe ich ihn blockiert. Geschichten aus dem Paulanergarten. Wirklich? Nein, also, ich glaube, das war, ich weiß, ja, du hast mir das doch gezeigt. Fast 3000. Krank. Der PC kostet hätte 2100 Euro gekostet. Ich sag euch ganz ehrlich, ich habe realistisch gedacht, in der Zeit, wo Tommy hier ist, aber komm. Für dich ist der ja billiger. Für mich ist er noch ein bisschen billiger, genau, aber nicht viel billiger. Bisschen. Ich habe gedacht, realistisch, jetzt ehrlich, ich habe sowas noch nie gemacht. Irgendwie mit Spenden oder sowas habe ich noch nie gemacht. Also mit Spenden für jemand anderen. Ich habe realistisch gedacht, in den 1,5 Stunden kommen vielleicht ein Tausender vorbei, rum. Dann hätte Tommy mit von seinen 1000 Euro, die er dann damit verdient hat, zum PC zugegeben. Ich hätte den Rest dazu bezahlt. Dass es jetzt so eskaliert, hätte ich nicht gedacht. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall mit Mama und Papa nochmal reden. Aber ich glaube, dass wir zwar von dem Geld den PC bezahlen, aber das Restgeld, und das sind jetzt ja schon fast, oder das sind mehr als 1000 Euro, das Geld packen wir dir auf dem Sparkonto für einen Führerschein oder sowas. Ja, aber ich gebe auch Nina davon ab. Nina, deiner Schwester, ja. Deine Schwester, dann machen wir so. Okay, dann gib 5 und dann gut ist. Gut. Du. Attack Sniper. Sag mal als allererstes, mal, dass Attack Sniper aussieht wie ein Dulli. Hä? Attack Sniper, du siehst aus wie ein Dulli. Ja. Sag das mal. Ja, du siehst aus wie ein Dulli. Nein, mit Namen. Attack Sniper, du siehst aus wie ein Dulli, Mann. Gönn dir mal schönes Magnon. Danke, Attack, Digga. Attack kenne ich schon ganz lange, das ist ein Ehrenbruder, das war nur gerade ein Spaß. Liebe. Also ich muss dazu aber nochmal ganz kurz sagen, das ist gar kein Disrespect an seinen Papa Marco. Sein Papa hat andere Prioritäten im Leben, als seinem Sohn einen teuren PC zu kaufen. Ja, ja. Ansonsten kriegt Tommy trotzdem alles, was er möchte, so ist es nicht. Aber sein Papa hat halt einfach andere Prioritäten und das ist auch völlig in Ordnung, weil hätte er diese Prioritäten im Leben nicht, dann wäre er jetzt nicht da. Ich geh da rein. Easy. Dann wären sie jetzt nicht da, wo sie sind, nämlich in einem schönen Haus. Ne? Muss du dafür Steuern zahlen? Ja, ich zahle davon Steuern, weil es eine spontane Idee war und ich kein spezielles Spendenkonto gemacht habe, etc. Ich gebe Tommy 1:1 das Geld so, wie es jetzt hier ist und bezahle dann halt aus eigener Tasche die Steuern. Ey, Bruder. Ich sag euch nur eins, Tommy ist für mich wie mein Bruder, den ich nie hatte. So, und er ist wie mein Bruder, den ich nie hatte und er zockt einfach gerne und auch wenn er in Bremen wohnt und wir uns ab und an mal auch länger nicht sehen. Und ich will einfach, dass er eine gute Zockerecke hat, ganz einfach. Tommy, warte mal ganz kurz, stopp jetzt mal kurz, mach kurz, kannst kurz einmal wir kurz. Wir sind gerade beim Ziel. Nee, Tommy, warte jetzt mal ganz kurz. Die Leute wollen einmal Omi Hallo sagen. Omi. So, Omi, komm mal hier an die Seite, jetzt setz dich hier kurz hin zu Tommy. So. Ach. Guck, du hast doch bei mir im Dings sogar mein eigenen Dings. Dein eigenes Bild. Du, da habe ich mich gewundert, was das ist. Das ist ein Hallo-Bild. Da bist du und die so winkt und Hallo sagt. Aber wieso? Das habe ich eingestellt. Das können die Leute posten, wenn sie Lust haben. Ach, das hast du auch. Tommy? Einmal. Ja, ich muss das. Nein! Ja, jetzt siehst du, jetzt hast du Karma-Schelle bekommen. Oh, jetzt hast du ja selber Schuld. Lass den Controller jetzt liegen, wenn ich dir das sage, dann lässt du ihn kurz liegen, du Idiot. Ich will das schaffen. Ja, selber schuld, dass du nochmal angefangen hast. Bisschen Geduld. Ja. Man hat bei diesem Scheiß-Labyrinth keine Geduld. Doch, die ohne Geduld geht gar nichts. So, Freunde, also das ist für die Leute, die es noch nicht wussten. Omi, ist doch cool das Bild, oder nicht, Oma? Das Bild ist, ja, das ist gut. Aus irgendeinem Video, glaube ich, ist das raus oder so. Das posten immer die Leute, wenn ich von dir rede oder wenn jemand Hallo sagt. Weil du siehst ja, das ist zwar nicht original, aber das Bild von dir und dann hat jemand noch so die Hand so, dieses Hallo. Ja, genau. So, also, ich würde sagen, ab jetzt bis halb, also 1,5 Stunden, also das Geld, was jetzt da ist, Tommy, kriegst du. Natürlich, wenn jetzt gleich noch was reinkommt, ist ja klar, aber ich guck noch mal ganz kurz, was jetzt genau auf den Dings. Guck mal, wie viel Geld ich bekommen habe. Ja, ich schaue gerade, warte. 4.500. Was willst du damit? Wem gibst du das? Also, insgesamt haben... Spendest du das auch wieder? Ha? Bestimmt nicht. Insgesamt haben 348 Leute gespendet, also ob es einzelne Personen alles waren oder doppelt, da waren auch ein paar Leute, die haben doppelt gespendet und insgesamt sind zusammengekommen 4.121 Euro. Gott, von diesem paar... Von jetzt 1,5 Stunden, ja, haben die Leute für Tommy seinen PC gespendet. Meine Güte, da Tommy du aber stolz sein. Ehrenmänner, Kuss geht raus in die Ja, natürlich, ganz krank. Also, na, krank will ich nicht sagen. Krank im positiven Sinne. Ja, aber das ist enorm. Tommy und ich haben schon gesagt, Tommy holt sich den PC, der 2 Mille gekostet hat, aus meinem Shop da. 2 Mille, ja. Kappa. Und da hat er noch 2 Mille übrig, dann kriegt Nina noch ein bisschen was ab und den Rest legen wir beiseite für seinen Führerschein.
Ja, das ist auch ist ein fairer Deal. Ich gebe niemand die Hälfte ab. Ja. Das ist gut. Von dem, was übrig bleibt, nachdem du PC geholt hast. Genau. Also ein Tausender für Nina. Ja, ist doch in Ordnung. Das ist doch ein fairer Deal. Den hast du noch 1000 Euro für den Führerschein beiseite oder fürs Auto. Ja, und den hat Nina dann auch für den Führerschein. Ja, ist doch in Ordnung. Oder sie holt sich eine Maus für ihr Laptop. Ja, aber die kostet keine 1000 Euro, Tommy. Das mag dann, glaube ich. Oh wei. Pack mal das Wasser wieder beiseite. Irgendwo hin, wo du es nicht fettfingern kannst. Websneaken. Ja, ich war so ein Dulli. Du bist so ein Dulli. Ja, ich bin einfach so ein Dulli. Wasser, du Arschloch. Ich stelle es jetzt wieder weg. Ich nehme dein Pullover dafür. Ja, nimm. Jedes Mal schmeißt das was. Ich bin einfach ein Dulli, Marcel. Ja. Hä, was passiert denn? Was ist das denn für eine... Nee, du bist... Also dann musst du die Flasche hier ganz nach links stellen. Ich hab extra gesagt, dann ey. Passiert das nicht. Hä? Wie wär's mal, wenn du den scheiß Controller aus der Hand legst und mal kurz hier einmal mit ein bisschen auf... Ja, jetzt auf einmal. So ein Schlingel. Also dir gebe ich kein Wasser mehr. So, ist alles wieder in Ordnung. Sie Mensch, hier, Mensch, oder? Mensch, Tommy. Ich habe extra noch vor dem Stream gesagt, du kleiner Frecher. Ich habe extra noch gesagt, dass du nicht das Wasser wieder umschmeißen sollst. Hast du meine Tastatur nass gemacht? Nee, zum Glück nicht. Nein. Sonst hätte ich nämlich mir die genommen, die ich dir geschenkt habe. Nee, mir ist noch nie Wasser umgekippt. Aber soll ich dir mal eine lustige Geschichte erzählen? Damals, als ich bei Oma und Opa auf dem Dachboden gewohnt habe, war ich immer zu faul runterzugehen und zu pinkeln und habe immer in Flaschen gepisst. Und dann wollte ich mal in eine Flasche, die ich gepisst habe, wollte ich aus dem Dings, du weißt doch, du kennst doch die Dachgeschossfenster, die ich habe, ne? Ja. Und dann wollte ich eine Flasche ausleeren aus dem Fenster, weil ich keinen Bock, also ich wollte die halt ausschütten. Cool. Und in dem Moment hat der Wind so reingezogen, dass mir die ganze Flasche mit Pisse ins Gesicht... Das war lecker. Du wissen, das schreit Oma jetzt um, ne? Ja, Oma weiß die Geschichte, kennt die Geschichte. Das war, ja, was, das passiert halt mal, ne? Das war die gerechte Strafe, ja. Danach habe ich auch aufgehört. So. So, komm nochmal kurz her, Omi auch. So, sag nochmal tschüss. Die Leute haben sich gefreut, alle. Komm hierher, Omi. So. Also. Ciao. Ich danke euch für den hammermäßigen Support heute. Kannst du nochmal gucken? Also, ich ziehe jetzt nicht durch, ich zock weiter, ne? Ach, du zockst weiter. Ich zock natürlich weiter. Kannst du nochmal gucken, wie viel ich Spaß. Guck jetzt nochmal. Ja, ich habe ja gesagt, Tommy, dass die Leute nicht mehr spenden sollen. Warum? Ja. Wir haben das Ziel schon dreifach erreicht. Wahrscheinlich gibt es immer noch Dullis, die spenden. Mach doch. Boah, Digga. Das war's, Tommy. Das sind eben. Nee, 4.121 Euro. Hä, und woher soll ich wissen, dass ich die bekomme? Wie, woher sollst du das wissen? Sei doch nicht so frech. Hä? Nein, ist das so? Die verdrehe ich heute im Casino, Digga. Mann!